Irgendwie haut mir jetzt hier eine Fehlermeldung rein, wo ich unten angekommen bin. Fehler Antriebseinheit Beschleunigungssensor. Liebe Leute, willkommen. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir mein dreckiges E-Bike geschnappt und wir fahren jetzt eine richtig geile Lab. Da hinten, ne? Am SWU-Trail in Ulm. Das ist mein zweiter Ride. Wundert euch nicht, dass es so dreckig ist. Das ganze Ding wurde schon getestet bei einem GoPro-Test. Und ich hoffe, dieses Mal hält die ganze Kamera. Und wir laden das Ding jetzt erstmal aus. Ich schaue, dass ich heute, ich bin nämlich allein unterwegs, dass ich alles POV filme. Ich hoffe, das funktioniert alles gut. Und dann habe ich schon richtig Bock, da jetzt ein paar Laps zu schredden. Da ist das Ding richtig nice. Noch kurz Luft aufpumpen. Bisschen härter gemacht das Ganze. Das sollte auf jeden Fall passen. So, machen wir mal an das Teil. Da läuft das Ding. Ich habe natürlich die Schutzfolie noch drauf gelassen, weil es echt dreckig ist, wie ihr seht. Ich bin jetzt einmal damit gefahren und das Ding sieht schon aus wie Scheiße, aber es ist halt einfach so ein Winter. Also, let's roll. Hauen wir mal Eco rein, reicht vollkommen aus, glaube ich erstmal. Es ist auch gar nicht so kalt, wie man denkt. Also ich bin auch ohne Handschuhe unterwegs im Moment noch. Es hat, glaube ich, 4 oder 5 Grad, also geht voll klar noch. Let's fly. SCU Trail Blaustein. First try. Mal anschauen. Boah, es ist rutschig. Ast drin. Oh nice, haben die hier ein bisschen hingebaut. Oh Gott. Der rollt schon mal echt gut mit dem Rad. Es liegt so geil auf der Strecke. Ich sag's euch. Nice Hip Jump. Da ist der weltbekannte Drop. Boah, den haben die höher gemacht, oder? Okay, es hat mich nur getäuscht. Yeah. Da ist das Ding. Senden wir jetzt gleich mal richtig. Das ist aber auch echt schmierig. Aber scheißegal, wir haben ja ein E-Bike. Nur noch 100%. Richtig nice. Schaut euch mal den Ausblick an. Wieder Eco-Modus rein, reicht vollkommen aus. Beschleunigt eh nur mit bis 25 km/h, also wer es nicht weiß. Und jetzt senden wir erstmal ein bisschen. Hier sind auf jeden Fall einige Sachen auf Boden, was ich eigentlich ganz geil finde. Das ist unglaublich rutschig. Ja. Oh, knapp. Alter, das muss man auch nicht so richtig verstehen, wieso man hierher kommt und Schilder voll spritzt. Ist echt übel, was hier los ist. Gerade unten noch schon angehupt worden, weil ich zu langsam gefahren bin. Es ist so nice, wirklich, was die Menschheit für einen Stress hat. Das schöne Fahrrad, ey. War letzte Woche noch so neu, aber man kann es leider nicht ändern. Ich sehe auch nicht besser aus. Jetzt schauen wir mal, was wir zum Snacken dabei haben. Boah, ich mega schlau, habe natürlich meinen alten Proteinkübel hergenommen. Richtig nice und hab da meine ganzen Sachen rein. So nice, kommt ein Corny raus. Besser geht's ja gar nicht. Nice. Sehr geil. Kann man sich schon mal gönnen nach der zweiten Lap. So ein geiler Pumptrack. Ich glaube, das ist einer der besten Pumptracks, die ich jemals gefahren bin.
Man sieht es, man kommt auch mit dem E-Bike sehr gut durch hier. So geil. Oho. Irgendwie haust du mir jetzt hier eine Fehlermeldung rein, wo ich unten angekommen bin. Fehler, Antriebseinheit, Beschleunigungssensor. Okay, jetzt habe ich hier die App aufgemacht, jetzt schauen wir mal. System neu starten ist der Lösungsschritt. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen Bosch-Fachhändler. Okay, machen wir das Ding mal aus. Bin mal gespannt. Ich kenne es halt von früher noch, dass hier hinten so ein Chip drin ist in der Speiche, dass der die Beschleunigung wahrnimmt, aber ich schätze, dass es diesmal alles innen drin ist. Aber jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Yes, sieht gut aus. Perfekt, weiter geht's. Fahren wir nochmal, würde ich sagen. Das ist echt halt so einfach, von so einem leichten Carbonrad auf so ein, was wiegt das Ding, keine Ahnung, 22 Kilo Koloss umzusteigen. Sagen was man will gegen E-Bikes, aber die haben so viel Grip in den Kurven. Und auch beim Springen tut man sich eigentlich viel leichter. Man muss allgemein einfach langsamer sein auch, weil halt durch das Gewicht beim Springen haut sich halt so weit raus, so geil. Eigentlich echt das perfekte Rad für mich. Aber bleibt auf jeden Fall auch gespannt, was ich damit nächstes Jahr noch vorhab, weil es gibt schon einen bestimmten Grund, wieso ich jetzt ein E-Bike habe. So, liebe Leute, ich bin mega zufrieden mit dem Rad, war richtig nice. Es ist natürlich noch dreckiger, nicht sehe genauso aus, aber was will man machen, ist halt so. Ich bin jetzt glaube 8 Mal oder so gefahren, war richtig nice. Wir sind durch für heute, mir ist jetzt mega kalt, hoppala, ist runtergefallen, mir ist mega kalt. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Es hatte knapp 5 Grad, um es nochmal anzumerken, 3 bis 5 Grad, aber hat schon gepasst, war richtig nice und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Also haut rein!